nicht. Was kann ich tun, damit meine Hunde keine Erkältung bekommen jetzt um diese Jahreszeit? Also prinzipiell finde ich es immer gut, wenn man im Herbst so eine kleine Kur macht mit den Tieren. Also gerade die, die ein bisschen infektanfälliger sind, auch ältere Hunde insbesondere oder die schon chronische Erkrankungen haben, das Immunsystem aufzubauen und zu stärken. Mhm. Und das kann man ganz toll mit natürlichen Mitteln machen, wie zum Beispiel aus der Pflanzenheilkunde. Okay. Ja? Und ich habe mir mich für zwei Dinge entschieden, die ich heute ganz kurz vorstellen möchte. Okay. Und das eine sieht man da schon, sind die Hagebutten. Das ist im Grunde genommen ja schon seit Ewigkeiten ein Mittel, was sehr viele Menschen oder auch Tiere nehmen, um einfach das Immunsystem zu stärken, weil es unheimlich viel Vitamin C hat. Es hat aber auch sehr viele Flavonoide, das ist ein besonderer Wirkstoff in den Hagebutten. Okay. Und der wirkt zum Beispiel auch entzündungshemmend und schmerzlindernd auch. Okay. Das heißt, gerade für Tiere, die auf der einen Seite infektanfällig sein können und dazu vielleicht noch Probleme mit den Gelenken haben, ganz toll. Okay. Also so wie Neli zum Beispiel, das wäre optimal. Ne? Genau, ja, das ist bei Arthritis, Arthrose, aber hilft das auch. Aber jetzt, ich dachte immer, man kann die Hagebutten erst nach dem ersten Frost sammeln. Aber das ist Blödsinn. Also wenn man sie nach dem ersten Frost sammelt, dann sehen sie so aus. Aha. Dann platzen die auf. Okay. Ja, und sind natürlich auch ein bisschen schwerer zu verarbeiten. Okay. Ja, das muss man einfach berücksichtigen. Ich würde sowieso sagen, ich würde da ein Fertigprodukt holen. Aha. Nämlich? Ja, zum Beispiel von Lunderland. Okay. Gibt es im Hundeshop. Gibt es im Hundeshop? Gibt's im Hundeshop. Okay. Gut. Und dann, ja, weil sie selber zu verarbeiten ist eine Höllenarbeit. Ja, vor allen Dingen schon pflücken. So, und dann, also habe ich dieses Pulver dann und das, was mache ich denn damit? Es gibt nach Herstellerangaben, kann man das portioniert dann ins Futter tun. Ja. Schmeckt es eigentlich gut. Die Hunde nehmen es sehr gerne an, das finde ich auch wichtig. Und ich würde eine Kur über 4 Wochen machen. Okay. Auch nicht, sage ich mal, monatelang. 4 Wochen reicht in der Regel. Und vor allen Dingen bitte nicht überdosieren, weil dann kann der Schuss nach hinten losgehen und Durchfall verursachen. Aha, okay. Das heißt, es ist nicht mal so viel, hilft viel, sondern man sollte wirklich die Angaben beachten nach Kilo. Und in der Regel kommt man dann mit einem Teelöffel bis 2 Teelöffel, auch bei größeren Hunden 2 Teelöffel. Okay. Theoretisch das ist ja, also von Lunderland die Produkte, das ist Lebensmittelqualität. Theoretisch können wir Menschen das ja dann auch nehmen, irgendwie über einen Salat oder irgendwie sowas. Ja? Genau, ins Müsli rein, das machen viele eigentlich auch gerne. Okay. Also ich lege immer sehr großen Wert auf Bioqualität. Ja.